Hey Leute, was geht? Ketter begrüßt euch zu einer weiteren Folge von Life is Strange Before the Storm. Farewell. Müde. Die Wahrheit ist schmerzhaft, ich weiß. Oh. Die Szene. Jetzt verstehe ich. Und das ist auch so üblich für Life is Strange, dass sie dann gerne mal Musik nehmen, dann die Gespräche ausblenden und dann quasi das einfach durch das ersetzen, durch dieses Ambiente der Musik. Ich muss leider gerade ein bisschen quatschen. Ihr wisst, wie das mit Musik auf YouTube ist. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Ihr wisst, wie es ist. Ja, und natürlich ist auch Max betroffen, gar keine Frage. Erstmal Foto machen. Na dann, aber geh doch rüber zu denen und weint euch zusammen aus. Das ist in dem Moment vielleicht ganz hilfreich. Der Friedhof, den kennen wir, glaube ich, schon aus einer Folge. Okay, wir befinden uns im Jahr 2008. Ist gut zu wissen. Ach, das sind ihre Eltern. Dass man die noch mal sieht. Wie gesagt, ich find's immer noch interessant, wo sie in Arcadia Bay gewohnt hat. Und genau zu der Zeit jetzt natürlich gehen zu müssen, das ist krass. Aber das erklärt immer noch nicht, warum sie Chloe dann nicht geschrieben hat. Das ist seltsam. Ach Mann. Das macht einen gerade echt traurig. So, die müssen genau in dem Moment weg. Also ungünstiger geht's ja nun wirklich nicht. Also, aber trotzdem, wenn ich ihre Eltern gewesen, also einer von ihren Eltern gewesen wäre, dann hätte ich echt darüber nachgedacht, den Umzug einfach zu verschieben, ganz ehrlich. Oder irgendwie, keine Ahnung, dass sie sich dann noch schnell ein Hotel nehmen in Arcadia Bay und ein paar Tage bleiben, oder dass sie zumindest noch bleiben kann. Das ist ja wirklich übel. Naja. Das Leben hat manchmal Züge, die wir nicht verstehen. Wir wissen auch nicht, warum wir im Leben manchmal gestraft werden. Und in so einer Situation alleine zu sein, ist dann natürlich so ziemlich das Beschissenste, was einem passieren kann. Aber was soll ich sagen? Viele Leute, die ich kenne, die wohnen auch weit weg. Sieht man auch nicht oft. Ist dann natürlich entsprechend schwierig. I'm sorry. Okay. Was ist das jetzt? Good. We are always together, okay?
Even when we're apart, we're still Max and Chloe. I will always, always love you. Ach man, ey, das... Das ist echt hart. Boah. Ja gut, ich meine, wäre ich in der Situation gewesen, wäre ich wahrscheinlich ähnlich wie Chloe abgedriftet dann. Aber es wurde immer noch nicht erklärt, wieso Max sich nicht gemeldet hat. Wie ich schon mal sagte. Toll, danke. Jetzt ist auch schon vorbei. Super. Jetzt werde ich hier einfach abgewürgt, ey. Boah, mir geht's echt dreckig. Ey, hätte ich gewusst, dass das so schnell jetzt vorbei ist, ne? Hätte ich mir das geschenkt, noch eine neue Folge anzufangen. Ist ja viel zu schnell vorbei gewesen. Aber ich wusste es. Irgendwie habe ich es gespürt, dass es so kurz ist. Wobei ich auf der anderen Seite nicht ganz verstehen kann, warum das so ewig lange gedauert hat, das zu programmieren. Aber ich will jetzt auch niemanden verurteilen dafür. Vielen Dank für den Einkauf bei Steam hier. Wie hieß das nochmal? Iron Maiden, dieses neue Spiel. Das werde ich auch vielleicht nochmal zocken. Aber erst wenn es mir besser geht, werde ich es Let's Playen. Ich habe das jetzt wirklich relativ notgedrungen gemacht, dieses Let's Play noch aufzuzeichnen. Also diese letzte Episode. Weil ich sonst gar nicht dazu gekommen wäre. Und ich hoffe, es gibt gleich irgendwie noch einen Abspann oder sowas. Es war auf jeden Fall schön, einen Einblick da reinzukriegen. Aber das meiste hätte man sich so denken können. Es war jetzt nichts... Boah. Es war jetzt nichts, was einen irgendwie umhauen würde oder so. War aber ein netter Abschluss. Trotzdem, muss man sagen. Nett gemacht. Ich will mich keinesfalls über extra Content beschweren, weil... Das ist wirklich cool. Donald Zuckerman. Wobei, ich habe mit vielen Leuten geredet und viele sind davon überzeugt, dass eben Before the Storm allgemein, also auch das, was davor jetzt passiert ist, also danach, davor, ach, ihr wisst, was ich meine. Alles, was in diesem zweiten Teil quasi von Life is Strange, diesem Prequel, passiert ist, dass das quasi ein bisschen schwächer ist als das Hauptspiel. Und das stimmt auch irgendwo. Vor allen Dingen, weil, ich weiß nicht, diese ungewohnte Sache, einfach Chloe zu spielen, keine Superkräfte zu haben, irgendwie, das hat einfach alles zusammengepasst bei Life is Strange und die haben dem, ich sag mal, dadurch, dass jetzt eine andere Story eingefügt wurde, haben die dem Spiel so viel genommen. Auf der anderen Seite, man hat Rachel mal kennengelernt, aber man wusste ja eh, wie es endet. Von daher, ich sag mal, ein Prequel ist unglaublich schwierig, interessant zu halten. Weil wenn du alles schon weißt, dann ist es ja schwierig, das aufrechtzuerhalten. Wobei, Life is Strange ist auch so ein Spiel gewesen, was ich gerne, ich sag mal, auch 3-4 Mal durchgespielt habe, wirklich. Manche Episoden sogar, ich glaube 5-6 Mal die erste. Katharina Klamt, an die müssen wir auch ein großes Dankeschön senden. Die hat das Ganze hier nämlich übersetzt. Ja. Bin auf jeden Fall erstmal ein bisschen desillusioniert. Weil es dann doch zu schnell war, wie gesagt. Aber das heißt ja nicht, dass wir es nicht genossen haben. Es war schön, auch wenn es nur knapp 4 Folgen waren, aber naja. Wie gesagt, man will sich nicht beklagen, will man nicht. Aber großartig irgendwas Neues, woraus man Theorien bilden kann, ist jetzt auch nicht vorgekommen. Ich muss eh nochmal nach Theorien suchen, so Life is Strange Theory und so. Mal gucken, ob es was Neues gibt. Und währenddessen einfach mal so ein bisschen... überlegen, ob da vielleicht auch noch irgendwas war, woraus man was machen kann. Wobei auf der anderen Seite, ich bin eigentlich nie so der Typ, der direkt die übelsten Verschwörungstheorien von Spielen aufstellt. Neues Sasaki. Da hat sich Life is Strange ja auch selber drüber lustig gemacht. Ich glaube in Episode 5 über das Stockholm-Syndrom. Also quasi, dass es halt alles nur so eine Theorie ist und
Das fand ich auch lustig. Das hat auch selten Spiel gemacht, dass es sich so über diese Theorien, die immer gemacht werden, so intern schon lustig macht. So. Dass man eigentlich so dann direkt so weiß, ah nee, die Theorie kannst du lieber verwerfen. Das ist doof. Naja, was soll's. Ich denke mal, wir haben genug gesehen. Und das war tatsächlich schon alles. Sammlermodus. Aber was soll man hier sammeln? Karten, Dachboden, Pricehouse, UG. Wahrscheinlich dieses Foto. Der Overlay funktioniert gerade nicht. Extras, deine Entscheidung. Die Hölle ist leer. Schöne neue Welt erwacht. Hier gibt's Farewell gar nicht. Außer mir haben das Spiel auch nicht wirklich viele Leute. Im Mixtape-Modus. Youth, no care. Nothing wrong von Pisshead. Das weiß ich auch noch, Pisshead, das war lustig. Tom Judds, Peter Cronin. Dreams of William. No care, Youth. Das sind alles so Lieder, die ich überhaupt nicht kenne. Nothing wrong von Pisshead. Nee, lass mal stecken. Through the Cellar Door, Daughter. Spielen. Ich habe diesen Modus noch nie ausprobiert. Gucken, wie der so ist. Ach, jetzt liegt sie hier nur rum. Zieht sich noch ein. No care. Fertig. Spielen. Achso, man muss das selber sortieren. Den habe ich mir eigentlich ein bisschen anders vorgestellt. Naja. Ist ja egal. Bonus ist Bonus. Für mich ist es nichts. Episoden, Farewell. Das kann man sich theoretisch... Ja klar, ich weiß, es gibt den Sammlermodus, aber was will man hier machen? Nee, definitiv. Ich kann es jetzt noch strecken, natürlich, aber was bringt das? Leute, ich danke euch fürs Zuschauen. Ich verabschiede mich. Es hat Spaß gemacht, auf jeden Fall, aber irgendwann muss man auch mal Schluss sein mit einem Spiel, wenn sich das so lange streckt. Naja, haut rein und danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns. Ketter sagt Cheerio. Und jetzt bin ich out.